Ich habe heute ein weiteres Baklava-Muffin-Rezept für euch, und zwar mit einer Sahne-Pudding-Füllung. Es ist wirklich ganz einfach und auch schnell zubereitet und es schmeckt einfach nur köstlich. Zuerst bereiten wir einen Zuckersirup zu, und zwar werden einfach alle Zutaten in den Topf hineingegeben und das Ganze wird dann auf mittlerer Hitze für ca. 12 bis 15 Minuten köcheln gelassen. Und zwar benötigen wir einfach Zucker, Wasser und Zitronensaft. Und da der Zuckersirup auskühlen muss, bitte zuerst zubereiten. Und jetzt geht's weiter mit den Baklava-Teigblättern. Und zwar werden die Teigblätter übereinander gelegt und anschließend werden aus diesen Teigblättern ca. 20 kleine Quadrate geschnitten. Und diese werden dann in die Muffinmulden hineingelegt, und zwar als 7 bis 8 Lagen. Und dann in die Muffinmulden quasi hineingedrückt, sodass auch in der Mitte eine Mulde entsteht. Aus dieser Baklava-Teigmenge würden ca. 30 Baklava-Muffins rauskommen. Wenn ihr zum Beispiel nur die Hälfte zubereiten möchtet, braucht ihr dort natürlich nur die Hälfte der Zutatenmengenangaben. Und die findet ihr natürlich wie immer unten in der Infobox. Dann brauchen wir noch zum Bestreichen geschmolzene Butter oder aber Butterschmalz. Die Muffins schön damit bestreichen und dann werden sie auch schön im Vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 12 bis 15 Minuten goldbraun gebacken. Anschließend komplett auskühlen lassen und wir bereiten dann schon mal den Pudding zu. Und dafür werden Milch sowie Zucker, Speisestärke, Mehl und Vanilleextrakt in einen Topf auf mittlere Hitze aufgekocht. Davor aber bitte klumpenfrei verrühren und dann erst den Herd anschalten. Ich mache das Ganze auf Stufe 7 und habe insgesamt 9 Stufen. Und sobald die Masse andickt und schön cremig geworden ist, könnt ihr den Pudding auch schon umfüllen. Am besten direkt mit einer Frischhaltefolie abdecken, damit sich auch keine Haut bildet. Und nach den 15 Minuten Ruhezeit kommt noch Sahne hinein. Die Sahne dann einfach mit einem Handmixer unter ständiger Rührung sozusagen unterrühren. Und dann ist unsere Puddingmasse auch schon fertig. Diese dann in einen Spritzbeutel mit einer Sternhülle füllen und dann geht's gleich auch schön weiter. Die Muffins dann aus der Form lösen. Das geht auch ganz einfach und dann direkt auf einen Servierteller legen. Anschließend brauchen wir noch gehackte Pistazienkerne oder zum Beispiel aber Walnüsse. Und zwar gebe ich immer einen Teelöffel in jede Mulde hinein. Und darüber kommt dann etwas von dem Zuckersirup. Könnt ihr es so berechnen, dass ihr das einfach, dass pro Muffin sozusagen ein Esslöffel Sirup verwendet wird. Genau, dann können wir das Ganze auch schon aufhübschen mit der Puddingmasse. Und die Puddingmasse einfach in diese Mulden hineinspritzen. Und zu guter Letzt habe ich die Muffins dann auch noch mit einigen weiteren Pistazienkernen garniert. Und wer mag, kann zum Beispiel auch das Ganze mit der Pistaziencreme aufhübschen. Und die halten sich auf jeden Fall einige Tage im Kühlschrank frisch. Am besten noch vor dem Verzehr für einige Stunden kühl stellen und dann auch servieren. Und wünsche euch jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Nachmachen. Lasst es euch schon mal schmecken und wünsche euch schon mal einen tollen 8-Fest. Und wie immer findet ihr alle Mengenangaben zu diesem Rezept auch in der Infobox.